Name ist Andreas Lederer. Ich bin Hotelier hier in Capron. Wir haben ein kleines Boutique-Hotel, das meine Frau, die Sabine und ich 2011 eröffnet haben. Was uns besonders macht, ist das, dass wir einfach in den letzten Jahren die Erfordernis erkannt haben, dass Nachhaltigkeit ein wesentliches Thema für unser zukünftiges Tun sein wird. Wir haben gesagt, wir wollen schauen, dass wir alternative Formen finden und haben uns dann für eine Wärmepumpe entschieden, die als Energieträger das Grundwasser hat. Also wir haben im letzten Jahr eine Photovoltaikanlage installiert, die uns auch dabei hilft, den Stromverbrauch bzw. Strom, den wir selber produzieren, direkt in den Betrieb zu integrieren. Wir verwenden eine Baukernaktivierung im Haus. Das heißt, im Sommer verwenden wir das zur Kühlung des Gebäudes, wo es ja aufgrund der steigenden Temperaturen immer wichtiger wird. Wir haben Ladestationen bei uns im Hotel vorgesehen. Das heißt, Gäste, die jetzt mit einem Elektroauto bzw. mit einem Hybrid zu uns kommen, haben die Möglichkeit, ihr Auto aufzuladen. Die große Frage und Herausforderung für die Zukunft wird sein, wie kommt der Gast zu uns her? Und unsere Überlegung ist auch die, dass wir in Zukunft Gäste, die nur mit dem Zug anreisen, also mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, dass wir die auch belohnen. Viele Betriebe beschäftigen sich momentan mit dem Thema Nachhaltigkeit auf einer Ebene der Vermarktung. Was fehlt, ist die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit eine Überlebensstrategie ist. Das ist das, was ich mir wünschen würde, dass man mehr auf jene Betriebe eingeht, die sagen, okay, ich mache mir ganz bewusst über die Zukunft des Tourismus Gedanken, dass man die mehr in den Fokus rückt. Wie kann Tourismus in einer Region, so wie es der Pinzgau ist, der ja sehr, sehr stark vom Thema Tourismus abhängig ist, wenn man überlegt, welche Wirtschaftsleistung der Tourismus da bringt, dann ist es schon so, dass wir da eigentlich sehr kurzfristig denken oder sagen sehr viele sehr kurzfristig denken und nicht nachhaltig, also auch für nachfolgende Generationen denken. Ich bin da aufgewachsen, da in Capron, und ich kenne den Gletscher da oben und ich kenne diesen Blick rauf auf Skitsteinhorn und ich weiß, wie der Gletscher da oben ausschaut. Vor 14 Tagen, 3 Wochen, Gletscher am Sonnenblick oben, das erste Mal schneefrei im Juli, das hat es noch nie gegeben. Wir denken nicht darüber nach, zu reduzieren, sondern wir hören nur, welche Projekte gibt es. Da wieder ein Hotelprojekt, da wieder ein Apartmentprojekt, da wieder ein Chaletprojekt und so weiter. Das ist der völlig falsche Weg.